Ja, ich bin heute hier der Rausschmeißer. Also fast. Ja, toll, dass um diese Zeit noch jemand da ist. Ja, wer bin ich? Gerrit Beine, war schon ein paar Mal hier. Einige Gesichter habe ich jetzt schon ein paar Jahre immer wieder gesehen. Ja, seit 2001 mit dem Thema Agile unterwegs und habe jetzt in den letzten Jahren ein paar ganz interessante Beobachtungen gemacht. Nämlich, dass etwas, das wir, die wir uns häufig als Agile Coaches bezeichnen, gerne als das Paradebeispiel von schlechtem Agil predigen, nämlich den Cargo-Kult, dass wir das auch häufiger mal praktizieren. Gleich vorab, für diesen Vortrag gilt das Motto, wer sich angesprochen fühlt, ist auch gemeint. Ich meine aber niemanden speziell. Um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, habe ich hier mal ein Zitat mitgebracht von Jordan Peterson. In order to be able to think, you have to risk being offensive. Das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr kluge Haltung ist zum Thema Coaching. Ich möchte an ganz vielen Stellen jemanden dazu bewegen, zu denken, mit mir zu denken, manchmal auch ohne mich zu denken, manchmal auch überhaupt zu denken. Das ist dann schon etwas, damit bin ich sehr vorsichtig, aber meistens geht es darum, wenn wir in einem Change sind, wenn wir in einem Wandel sind, wenn wir irgendwo agil einführen wollen, müssen wir über das nachdenken, was ist. Und ich finde diese Haltung an der Stelle ganz, ganz spannend, weil wenn ich Denkprozesse antriggern möchte, dann kann es sein, dass ich Leuten auf die Füße trete. Das ist aber nie mein Ziel. Das ist ein Seiteneffekt, der passieren kann. Das ist dann schade und das ist auch nicht das, was ich primär möchte. Willkommen. Aber das kann passieren. Und an dieser Stelle mit so einer Haltung ranzugehen, dass das etwas ist, das ich riskiere, dass es also nichts ist, was ich primär möchte, das halte ich für eine relativ kluge Haltung. Denn manchmal kann ich es nicht vermeiden, manchmal ist es auch notwendig. Ja, was hat mich jetzt überhaupt auf diesen Vortrag gebracht? Wie gehen wir als Agile Coaches mit dem Thema Cargo-Kult um? Wie schaut diese Agile Bias Curve aus? Das ist dieser wunderbare Chart von Simon Wardley, der vor, ich weiß nicht wie lange, mal auf Twitter rumgegangen ist. Ich finde es einfach brillant, wie er das so dargestellt hat. Also so diese gelbe Kurve, das ist ja das, wie wir so glauben, welchen Level wir haben. So, also das ist immer so das Wissen, von dem wir der Meinung sind, dass es da wäre. Und da haben wir so die I-Know-Nothing-Phase. So. Wir fangen an, agil zu sein, so die ersten Schritte. Dann kommt die I-Am-an-Expert-Phase. Er bezeichnet das als den Hazard-Mode. In dem ist hier garantiert keiner. Das würde hier nie passieren. Und dann kommen wir irgendwann mal über diesen Hubbel da oben drüber und dann geht eigentlich so die Welt, diese wunderbare Welt erstmal so schön auf und wir sehen, was es alles zu wissen gibt. Ihr seid garantiert alle schon irgendwie hier. Ja? Genau, also ich finde dieses Bild wunderbar und brillant und würde gern an diesem Bild mal so die 7 Phasen, wie wir als Agile Coaches Cargo-Kult meistern, mal erklären. Da habe ich sehr, sehr lange Gedanken gemacht, jahrelange Studien betrieben und so weiter und so fort. Level 1, wir fangen ganz hier unten an. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Man hört so ein bisschen, wo ich herkomme. Ich habe den Kerl tatsächlich noch kennengelernt. Das war so eine politische Trotzhaltung, die ich damals hatte. Und ich glaube, die entspricht ganz gut, also diese Trotzhaltung entspricht ganz gut zu diesem Einstieg in das Thema Agilität. Weil wann fängt es an? An dem Tag, wo wir unseren Certified Scrum Master, Product Owner, Professional, hast du nicht gesehen, irgendwas, Kanban, bla 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 machen. Wo wir so einen Zettel bekommen, auf dem steht, der darf oder die darf über das Thema jetzt sprechen. 2 Tage Schulung, los geht's. Was da ganz, ganz oft passiert, ist, dass wir, wenn wir in so einer Schulung sind, 1:1 die strukturellen Denkfehler der Trainer übernehmen. Und also
ich traue es mir selber nicht zu, aber es gibt Leute, die können tatsächlich nach 10 Minuten Diskussion mit einem Scrum Master feststellen, bei wem dieser Scrum Master ihr Training gemacht hat. Das ist ganz faszinierend, weil die Argumentationsphasen und Argumentationswege halt eins zu eins übernommen werden. Ist eine ganz spannende Geschichte. Ein schönes Beispiel, das mir im letzten Jahr unglaublich häufig begegnet ist, was so ein struktureller Denkfehler ist, das ist, wenn aus einem Mindset eine Methode wird. Über Mindset ist heute schon genug gesagt worden, auch über Methode. Das Verrückte ist, wir kommen mit einem Mindset und machen eine Methode draus. Und am schönsten wird es immer bei dem Thema Stärkenorientierung. Wer von euch findet Stärkenorientierung gut? Ja, habe ich mal gedacht. Ist auch so ein, also fühlt sich auch erstmal gut an, zu sagen, ich gucke mir das an, was, wo jemand was kann, und das, wo der Mensch vielleicht nicht so gut ist, das ignoriere ich. Und in dem Moment wird aus tatsächlich aus einem Mindset eine Methode. Ich ignoriere etwas Wesentliches. Und was ich erlebt habe in einem Unternehmen, ist, die haben sich auf die Fahne geschrieben, wir entwickeln unsere Mitarbeiter stärkenorientiert, wir geben ausschließlich positives Feedback. Das kann man so machen, aber das funktioniert halt nicht. Ne? Das scheitert an einer gewissen Stelle. Stärkenorientierung als Mindset, als Haltung, super. Als Methode fehlen mir dann von den Feedback-Zyklen oder von den Feedback-Regelkreisen, die es gibt, halt 5 von 6. Und also diese Grafik, die ist von einer genialen Frau, Maria Bruckner, die hat eine Buchreihe angefangen, Komplexität im Management. Ich weiß, agil und Management soll man nicht zusammen, aber in dieser Buchreihe ist die Komplexität, die wir auch in der agilen Welt, mit der wir auch in der agilen Welt zu tun haben, hervorragend erklärt. Und die hat diese 6 Regelkreise mal zusammengebracht und hat mal erklärt, wie eigentlich Feedback tatsächlich funktioniert. Und was viele Leute machen, die so in diesem Stärkenmodus unterwegs sind, die sind halt nur noch da oben. Ne? Da funktioniert was gut und ich gebe das Feedback mehr davon. Ich muss aber manchmal, um eine Stärke hervorzuheben, auch feststellen, was nicht gut läuft, und gebe dann das Feedback weniger davon. Das heißt, positives Feedback, dieser eine Regelkreis da oben, der tut's nicht. Das heißt, einerseits als Scrum Master, ich brauche, oder als Agile Coach genauso, eigentlich jede Art von Führungsrolle, in der ich unterwegs bin, vielleicht noch nicht mal nur Führungsrollen, sondern überhaupt im menschlichen Miteinander, wenn ich Feedback gebe, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, ich brauche mehr als einen Feedback-Zyklus. Und an so einem Konstrukt wie diesem Stärken, was ich da bei diesem Unternehmen erlebt habe, halt nur positives Feedback geben, alles was unerwünscht ist, da wird einfach nicht drüber geredet, weil das ist ja keine Stärke. Ne? Da wird halt dann deutlich, dass egal welche Methode ich einsetze, mit ein Stückchen Abstand kann ich jede Methode eigentlich als Cargo-Kult entlarven, identifizieren, solange sie kontextfrei benutzt wird und ohne Brain-on-Mode. Sowas ist mir dann dieses Jahr auch nochmal auf Twitter passiert. Da hat jemand gepostet, es ist dumm, Warum-Fragen zu stellen. Man möge keine Warum-Fragen stellen, man möge nur fragen, wofür, weil Warum ist rückwärtsgerichtet und sucht nach Gründen, wofür ist zukunftsorientiert und sucht nach was auch immer. Und bitte? Warum? Und dann habe ich die Frage gestellt, wofür genau ich nicht warum fragen darf. Und dann hat der Nils Pfleging mich blockiert. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Ja, also da wird halt auch aus eigentlich einer Haltung, ne, zu sagen, ich will in die Zukunft gucken, wird halt eine Methode, du darfst nicht warum fragen, und da hört es dann halt auf, gut zu sein. Ja, deshalb ist so die erste, um diesen ersten Level dieser Agile Bias Curve zu überwinden, gilt halt die Devise, diesen Methodenkoffer öfter mal länger zuzumachen, zuzulassen, gar nicht erst aufzumachen, und ein Stück weit am Thema Haltung zu arbeiten. Denn mit Haltung kann ich wesentlich mehr erreichen. Und was ganz wichtig ist, Haltung ist eben gerade keine Methode. Haltung ist was anderes. Ich sehe sehr viele nickende Köpfe. Dann können wir auch direkt zum nächsten Level gehen, Level 2. Liberté, Égalité, Fraternité. Die Losungen der französischen Revolution.
ja, wenn wir das jetzt mit der Haltung so im Griff haben und das funktioniert, Methodenkoffer bleibt wirklich genauso lange zu, wie er zubleiben muss, ist es wunderbar, dann können wir uns mal dem Feind stellen, der Feind eines jeden Agile Coaches, die Linienorganisation. Volker Pispers hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Wenn man weiß, wer der Gegner ist, hat er Tagstruktur. Und es ist tatsächlich so, man kann sich als Agile Coach jahrzehntelang an einer Linienorganisation abarbeiten, ohne auch nur das Geringste zu bewirken. Als Berater weiß ich, man kann Unmengen Geld damit verdienen, aber der Effekt ist halt nicht da. Woher kommt dieses Problem? Also ganz, ganz viele Leute, denen ich so begegne, die kommen rein in so eine agile Transition und das Erste, was sie festlegen, ist, zuerst mal müssen sich die Strukturen ändern. Sonst brauchen wir mit dem Agil gar nicht erst anfangen. Dann kann man jetzt aus zwei unterschiedlichen Sichten rangucken. Kann man einmal als der ITler, der ich vom Background her bin, drauf gucken und sagen, ja, Strukturen sind allgemein so ein Problem, Refactoring ist schwierig. Da kann aber auch ein Soziologe drauf gucken und sagen, das ist eine relativ dämliche Einstellung. So ein Soziologe, der hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Und ich habe jetzt kommt viel, was ich von Soziologen gelernt habe, was ich nicht aus meinem Hintergrund als Informatiker kenne, nämlich also diese Haltung mit dem Thema, Hierarchien sind uralt, macht heute keiner mehr, ne? Linienorganisation ist gleich Hierarchie, demzufolge Linienorganisation ist das Kernproblem, gegen das wir kämpfen müssen. Das ist aus der Perspektive eines Soziologen oder einer Soziologin nicht ganz vollständig. Da kann man nämlich mal die Frage stellen, wie viele Hierarchien existieren jetzt genau in diesem Moment in deiner Organisation? So, und dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, eine. Und dann, okay, wir haben ganz viel Arbeit vor uns. Also die Dynamik, die auch in der Existenz und in der Fluktuation von Hierarchien in Organisationen steckt, die ist gewaltig. Ich bin im Aufzug, jemand kommt zusätzlich zu mir in den Aufzug rein, schwupps, ist eine Hierarchie da. Die wird weder irgendwie manifestiert noch niedergeschrieben, noch findet die sich in einem Organigramm wieder. Die wird vielleicht noch nicht mal wirksam, aber sie ist in dem Moment erstmal da. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Wenn man sich dem Thema so nähert, kommen wir an einen ganz spannenden Punkt. Und diese Linienorganisation, die wir als Agile Coaches so gerne bekämpfen, die ist ja nur der Ausdruck von sowas. Das ist ein Bild, das findet sich so in dieser Art in jedem halbwegs plausiblen BWL-Lehrbuch, ist steinalt, dieses Bild, ist aber trotzdem sehr, sehr wahr. Es teilt nämlich die Organisation in zwei strukturelle Einheiten auf. Einmal die Aufbauorganisation, und da gehört die Linienorganisation dazu, und die Ablauforganisation. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn wir mit dieser Haltung reingehen, wir müssen erstmal die Strukturen ändern, dann meinen wir in der Regel die Strukturen der Aufbauorganisation. Die sind aber ganz, ganz häufig gar nicht das Problem. Egal welches Agile Framework wir hernehmen, Scrum, Safe, Less, die liefern uns alle Lösungen für die Ablauforganisation. Wie kann ich das, was ich in der Organisation bauen will, herstellen will, leisten will, liefern? Wie kriege ich das auf die Straße? Wie kriege ich das an meine Kunden? Die liefern mir alle keinerlei Antworten zur Frage, was passiert da oben in dieser Aufbauorganisation? Und das Faszinierende ist, je mehr ich diese Aufbauorganisation in Ruhe lasse und die gar nicht anfasse, desto mehr kann ich hier unten in der Ablauforganisation erreichen. Das ist ein ganz, ganz kurioser Effekt. Wenn ich den Leuten da oben keine Angst mache und denen nicht einrede, ja, ihr werdet alle überflüssig und Linie und Hierarchie braucht kein Mensch, dann lassen die mich in Ruhe mein agiles Zeug machen. Das ist ein total kurioser Effekt, glaubt immer keiner, aber probiert es mal aus, lasst die Linie mal Linie sein und macht mal in euren Projekten agil, das funktioniert super. Führt dann zu einem ganz, ganz interessanten Effekt, nämlich zu der Erkenntnis, und die habe ich jetzt von den Soziologen, Strukturen sind was extrem Nützliches, vor allem solche getrennte Strukturen für Aufbau und Ablauf. Und die passen sich an. Wann passen die sich an? Wenn es eine Notwendigkeit gibt. Und was passiert, wenn wir eine Struktur ändern, ohne dass eine Notwendigkeit passiert, kann man hier sehen. Wer in Köln oder Dresden oder auch Passau wohnt, der kennt dieses Problem. Da wurden Strukturen angepasst, die nicht den Notwendigkeiten entsprechen. Nämlich Flüsse umgeleitet, Flüsse eingeleitet und so weiter und so fort. Das ist echt Mist. Also ich habe das Glück, in einer Region zu wohnen, wo das nicht so das Problem ist, aber ich weiß aus zweiter Hand und vom Helfen, das will man nicht haben.
Das machen wir aber, wenn wir anfangen, diese Strukturen zu verändern. Und das Fiese ist, wenn wir an den Strukturen anfangen, und das ist dann der Grund, warum das so häufig nicht klappt, dass wir uns an dieser Linienorganisation abarbeiten und das Agile trotzdem nicht in Gang kommt, ist, wenn wir eine Struktur gegen eine Notwendigkeit erzeugen, und das haben wir in dem Moment gemacht, wenn wir an der Linienorganisation anfangen, ohne mit agilem Arbeiten anzufangen, dann kostet es unglaublich viel Energie, diese Struktur gegen eine oder ohne, dass eine Notwendigkeit existiert, zu erhalten. Die alte Notwendigkeit ist noch da, ich habe eine neue Struktur, das kracht, das zieht einfach unheimlich viel Ressourcen. Das heißt, damit sich eine Struktur ändert und es hat einen Impact auf eine Aufbauorganisation, wenn die Ablauforganisation sich massiv ändert, muss ich erstmal diese Notwendigkeit schaffen. Dann fangen die Strukturen an, sich zu verändern. Die Strukturen selbst dran rumzuschrauben, bringt in der Regel nicht so viel. Das war Level 2. Wenn wir den geschafft haben und tatsächlich gesagt haben, okay, wir lassen die Linie mal in Ruhe, fällt schwer. Vor allem, da ist zu viel, aber egal. Kommen wir uns dem Level 3 nähern. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Das war das Motto des dritten Kongresses der deutsch-sowjetischen Freundschaft. War jemand dabei? Nee? Also war glaube ich so, ach, hier steht es, 1951. War ich auch nicht dabei, aber ist tatsächlich so in meiner Heimat ein geflügeltes Wort. Was ist so die Sowjetunion des Agile Coaches? Spotify und Google. Da können die nichts dafür. Die Sowjetunion konnte da nichts dafür. Und zur damaligen Zeit war das echt ein Erfolgsmodell, was die getrieben haben. Genauso ist das heute ein Erfolgsmodell, was Spotify und Google so treiben. Und das Krasse ist halt tatsächlich, Leute sehen, dass es ein Erfolgsmodell ist, dass es gut funktioniert und sagen, ja, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Ne? Was passiert dann so? Ja, wir führen das Spotify-Modell ein, wir führen die Google-Kultur ein und das holpert so ein bisschen. Und mein Highlight dieses Jahr war der Moment, in dem so ein Chef, nenne ich ihn jetzt mal, da verkündete, dass die neue Unternehmenskultur, nämlich die Spotify-Kultur, Ende Juli ausgerollt wird. Die haben extra eine Abteilung dafür gegründet, für den Rollout dieser Kultur. Weil so 1000 Leute da mal eine neue Kultur überführen, da brauchen wir schon eine Abteilung, die das macht. Ne? So, und das sind dann immer so Momente, da denke ich mir, ich habe gar nicht so viele Hände, wie ich facepalmen will, wenn ich, das ist ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, weil das ist relativ arrogant, aber es kommt dann immer so und es fällt mir schwer, mich da zu beherrschen. Und jetzt kommt dann das, weshalb es mir immer so schwerfällt, mich da zu beherrschen. Ich bin nämlich mit einer Kulturwissenschaftlerin verheiratet, die in dem Thema recht firm ist und die hat vor vielen, vielen Jahren mal etwas zu mir gesagt, das klingt dann immer so nach in solchen Momenten. Die hat nämlich gesagt, Kultur ist, was passiert, wenn keiner hinguckt. Und ich finde es immer putzig, mit welcher Hingabe, Leidenschaft und Energie sich Menschen an Unternehmenskulturen abarbeiten, vor dem Hintergrund, die in irgendeiner Form verändern zu wollen. Und wenn man sich dann so mit den Kulturwissenschaftlern unterhält, die das beruflich machen, stellt man immer fest, das ist ähnlich effektiv wie das mit der Linienorganisation. Das funktioniert nicht so, wie wir uns das denken. Wie denken wir uns das? Wir gehen halt gerne hin und sagen, unsere Kultur muss sich ändern. Ne? Und es ist ein schönes Statement, das kann ich in den Raum stellen und dann gehe ich wieder und habe vielleicht auch was gemacht. Ne? Ich habe einen Workshop gemacht, ich habe ein paar Post-its geklebt. Das war dieses Jahr auch so eine Erfahrung, die ich machen durfte, die ganz interessant war. Ich habe einen Kultur-Backlog mit Kultur-Epics erstellt, die im Kultur-Refinement in Kultur-Stories runtergebrochen werden, im Kultur-Planning eingeplant werden, dann im Kultur-Sprint abgearbeitet werden und im Kultur-Review geguckt wird, ob das funktioniert hat. Das Problem bei diesen Kultursprints ist, die dauern so ungefähr 15 Jahre. Das ist so der Zeitraum, von dem Kulturwissenschaftler sagen, das ist so der, den man wirklich braucht, um einen Kulturwandel, keinen Verhaltenswandel an der Oberfläche zu bewirken, sondern einen Kulturwandel. Wir bewirken ganz oft nur so einen Verhaltenswandel. Und in dem Moment, wo es ernst wird, gibt das Ganze zurück, weil wir halt
nicht die Kultur verändert haben. Das Fiese hierbei ist aber, dass diese Haltung, die ist halt unheimlich arrogant, ne? Unsere Kultur muss sich ändern, weil zu jedem Wir gehört ein Ich. Und dann kann man mal so jemanden, der so dieses Postulat bringt, unsere Kultur muss sich ändern, mal mit der Aussage oder mit der Frage konfrontieren, was bedeutet das denn, wenn ich sage, ich muss mich ändern? Das ist dann meistens nicht so schön. Es gibt aber ein Beispiel, das ich euch nicht vorenthalten möchte, wo man tatsächlich extrem gut sieht, was passiert, wenn jemand sagt, ich muss mich ändern. Und ich möchte euch den ersten Agile Coach der Welt vorstellen. Ihr werdet überrascht sein. Es war Queen Elizabeth. Von dieser Frau kann man unglaublich viel über Kulturveränderung lernen. Ich hätte das auch nie gedacht, bis ich durch Zufall die wunderbare Netflix-Serie, die da über ihr Leben gedreht wurde, entdeckt habe und ihren Zusammenhang zu dem Mann mitbekommen habe. Den kennt kein Mensch heute mehr. Das ist Lord Altrincham, und der hat in den 60ern seinen Titel als Lord abgegeben und angefangen, in einer Zeitung als Redakteur zu arbeiten. Und er hat unglaublich viel Artikel und Kolumnen geschrieben, in der er so beschrieben hat, was die Queen alles falsch macht. Das ging den Leuten im Buckingham Palace so auf den Zeiger, dass sie den irgendwann mal einbestellt haben und gesagt haben, was soll der Mist? Und dann ist er da in diesem Buckingham Palace gedackelt und wurde in Empfang genommen und da durch diverse Keller, Treppen und Räumchen geführt und war dann in so einem Raum mit einem Sessel allein. Und dann ging eine Türe auf und er hätte es nie gedacht, dass er das live erlebt, aber die Queen kam rein und hat sich gemeint, ey, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten, was schreibst denn du da? Und dann haben die irgendwie einen halben Tag zusammen verbracht und er hat ihr so erklärt, was aus seiner Sicht so falsch läuft in diesem Monarchiesystem. Ja, dann sind die wieder auseinandergegangen und jahrzehntelang hat von diesem Treffen kein Mensch was erfahren und irgendwann Ende der 80er Jahre hat die Queen mal gesagt, der Mann hat die Krone gerettet, weil ab dem Tag hat die ganz viel anders gemacht. Das heißt, der hat bei sich angefangen und gesagt, ich gebe mal meinen Lord-Titel da ab, weil das System ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr. Und das hat die so beeindruckt, dass die gesagt hat, okay, ich fange auch mal an, was zu verändern. Die kam aus ihrer Queen-Rolle nicht raus, die hat die auch heute noch. Aber sie hat gesagt, wenn der sie nicht in eine Richtung geschubst hätte und motiviert hätte, wäre sie nicht mehr Queen. Das hat die irgendwann Ende der 80er gesagt. Faszinierend. Also kann man nachrecherchieren, die Geschichte ist total, total faszinierend. Ich weiß nicht, wie viel davon in der Serie authentisch umgesetzt ist. Keine Ahnung, aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, das lohnt sich echt, das anzugucken, was da so an Kulturwandel in diesen Kreisen passiert ist. Jetzt haben wir das mit der Kultur im Griff. Jetzt können wir uns den nächsten Level anpacken, nämlich die Fehlerkultur. Die führen wir jetzt ein und scheitern ist keine Option. Auch das ein Originalzitat. Das ist aber aus 2018, ne? Also das ist dieses Jahr. Das sind so Highlights, die man da so erlebt, wenn man so von Unternehmen zu Unternehmen turnt. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile mit diesem ganzen Fehlerkulturbegriff ein totales Problem. Weil ich finde den Begriff so selten dämlich und so dermaßen bescheuert, weil der so dermaßen in die falsche Richtung geht. Da gibt es dann Leute, die erklären, dass wir anfangen müssen, unsere Fehler zu feiern. Und dann passiert es, dass Leute anfangen, tatsächlich zu dokumentieren, wo habe ich was falsch gemacht, auf das sie möglichst viel Grund haben zu feiern. Und dann denke ich mir so, ist es das, was wir wollen? Nee, sorry, ich widerspreche jetzt ganz vehement. Nee, das Problem ist ja, Fehler sind doof, niemand will Fehler machen. Fehler passieren aber nun mal, da kann keiner was dafür, das ist halt das Leben. Und das, was so die erste Erkenntnis ist, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal hin, Fehler passieren, die will eigentlich keiner machen, aber ich kann es auch nicht verhindern. Was wir stattdessen brauchen, ist was anderes. Und das hat aus meiner Sicht Joshua Karifsky in diesem Modern Agile ziemlich cool zusammengebracht. Also ich finde, das ist so die genialste Idee, mal das agile Manifest auf Organisationsebene zu heben. Und er hat dieses Thema, was machen wir eigentlich mit Fehlern, in drei Segmenten untergebracht. Nämlich einmal,
ich nehme es halt einfach hin, dass Scheiße passiert. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber das, so ist das Leben. Ne? Make safety a prerequisite. Niemand wird bestraft, wenn irgendwo was schief geht, sondern wir begreifen das als was, wo wir lernen können. Wenn was schief geht, ist es schief gegangen, dann gucken wir, was können wir tun, damit es nicht nochmal schief geht. Und dann haben wir was gehabt und das ist was, das könnten wir feiern. Und der dritte ist natürlich, wenn ich sowas hinkriege, dann kann ich auch den obersten Quadranten erfüllen, von dem er sagt, make people awesome. Ich habe eine Umgebung geschaffen, in der Leute wirklich großartig sein können und Großartiges vollbringen können. Das heißt, wir brauchen keine Fehlerkultur, wir brauchen eine Lernkultur. Da passieren aber auch so lustige Effekte. Ne? Da hat jetzt letztens einer gesagt, wir sind jetzt eine lernende Organisation, deshalb werden individuelle Weiterbildungsbudgets abgeschafft. Ne? Das ist natürlich auch so ein Stück weit, da kann man, was soll man dazu sagen? Ne? Gut, dann haben wir das hingekriegt. Also Fehlerkultur, okay, wer benutzen wir als Begriff, aber eigentlich meinen wir wollen eine Lernkultur. Wir wollen lernen aus dem, was schiefläuft. Dann können wir uns so ein bisschen, wir sind jetzt fast oben, ne, auf der Spitze, können wir uns jetzt fast dem nächsten Level nähern. Zfix, das ist in Bayern so dieser Fluch, Zfix, Lernkultur her. Ja, genau. Ich bin gerade viel in Bayern unterwegs, deshalb fand ich das dieses Jahr passend, da mal so ein Zitat reinzubringen. Level 5, wenn das mit der Fehlerkultur dann im Griff ist und wir so eine Lernkultur haben, geht der eigentliche Kampf los, nämlich der Kampf gegen die Entropie. Und der ist bald gewonnen. Ich finde das immer so ein Highlight und da habe ich tatsächlich dieses Jahr was extrem Spannendes gelernt. Also das eine ist, das ist schon länger bekannt, also Selbstorganisation ist der natürliche Zustand des Universums. Für Selbstorganisation müssen wir eigentlich nichts tun. Der Witz ist, wir können doch nicht mal was dagegen tun. Das glauben wir an vielen Stellen, aber es geht nicht wirklich. Es kostet unheimlich viel Energie, Selbstorganisation zu unterbinden. Das Fiese ist, und das ist tatsächlich was, da habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel hochintensive Gespräche mit Kollegen geführt. Wenn wir in der agilen Welt von Selbstorganisation reden, dann meinen wir eigentlich keine Selbstorganisation. Weil das, was hier drin passiert, das habe ich jetzt von Stefan Kühl geklaut, das ist Selbstorganisation. Ja? Diese Sandkörner, die rieseln da durch und jedes kommt an einen Platz, das funktioniert super. Kann ich tausendmal umdrehen, funktioniert immer wieder selbstorganisiert, muss ich nichts dafür tun. Für Selbstorganisation brauche ich keinerlei Ziel, Intelligenz oder sonst irgendwas. Das braucht kein Mensch. Deshalb wollen die meisten Leute, oder behaupte ich, die meisten Leute, die in der agilen Welt von Selbstorganisation reden, die wollen keine Selbstorganisation, die wollen was anderes. Die wollen autonome Teams, die intelligent handeln. Und das Fiese ist, die wollen aber auch festlegen, was intelligent ist. Ja? Das ist was anderes als Selbstorganisation. Zu sagen, ich lasse das in einem Kontext der Selbstorganisation zu, das ist vollkommen plausibel und richtig. Ich kann sie ja eh nicht verhindern. Ne? Aber zu sagen, ich muss die extra einführen, das finde ich aber so etwas, das ich nicht verhindern kann, dass es da ist, einzuführen. Das ist irgendwie aber wie homöopathisches Antibiotikum irgendwie. Das ist also tatsächlich eine andere Herangehensweise des Denkens. Ich will autonome Teams schaffen. Ich will, dass die Teams selbstständig handeln können, eine Ende-zu-Ende-Verantwortung haben. Die Kollegen von der DIBA haben das gerade schön, ING, Entschuldigung, haben das gerade schön, schön beschrieben, wie das mit dieser Ende-zu-Ende-Verantwortung ausschaut. Das ist tatsächlich ein Akt. Und wenn ich so ein Unternehmen habe, das vorher so kleinteilig aufgestellt war, wo Leute immer nur von einem begrenzten Kontext Wissen hatten, dann ist das hinzukriegen, so ein autonomes Team auf die Beine zu stellen, dann ist das extrem harte Arbeit. Das ist wie hier berghoch klettern. Den Leuten gemeinsame Ziele zu geben, dass die eine Orientierung haben. Ich will ja nach wie vor vorgeben, was intelligentes Handeln ist. Ne? Das will ich mir als Organisation nicht wegnehmen lassen. Das soll schon weiter so bleiben. Aber irgendwann kriegt man auch das hin und kommt weg von diesem, wir predigen Selbstorganisation als Allheilmittel und kommen hin an so einen Punkt, wo wir sagen, autonome Teams sind eigentlich das, was wir bewirken wollen. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir auf Level 6. Du musst mir schon vertrauen. Also das ist so eine, ich liebe diesen Satz, der ist so schön absurd auf so vielen Ebenen.
Das ist so, der Versicherungsmakler kommt vorbei und sagt, also du, ich habe hier die ultimative, du musst mir schon vertrauen, unterschreib mal. Das ist auf mehreren Ebenen absurd, frech, menschenverachtend. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch alles an Attributen zukommen lassen könnte, diesem Satz. Der kommt aber nicht von ungefähr und der ist tatsächlich an vielen Stellen kritisch und gefährlich, weil wir haben, glaube ich, in der agilen Community so ein bisschen ein Problem mit zwei Worten. Das eine Wort ist Vertrauen und das andere ist Kontrolle. Es passiert ganz, ganz häufig, dass wir mit einem Mindset in Kontexte reingehen, wo wir so eine Haltung haben, wir haben eine Linie und das eine Ende ist Vertrauen und das andere Ende ist Kontrolle. Und nichts könnte falscher sein. Jahrelange Recherchen haben mich dazu geführt, herauszufinden, wo das herkommt. Es wird meistens mit diesem Satz in Verbindung gebracht, der diesem Herrn zugeschrieben wird, Lenin. Also ich habe heute sehr, sehr viele Links in Richtung, da ist Osten, oder? Egal. Irgendwo ist Osten. Das Fiese dabei ist, es ist nicht belegt, dass der das jemals gesagt hat. Der hat was anderes gesagt. Der hat gesagt, und das ist belegt, vertraue, aber prüfe nach. Das ist eine ganz andere Haltung. Da ist Osten, danke. Also Osten ist genau mir gegenüber. So, die Kamera ist Osten. Vertraue, aber prüfe nach. Das ist eine ganz andere Haltung zum Thema Kontrolle und Vertrauen. Und das Spannende ist, das habe ich von Piloten gelernt, dass Kontrolle und Vertrauen zwei sehr, sehr unabhängige Dimensionen sind. Zwischen denen gibt es zwar Wechselwirkungen, aber ich habe unterschiedliche Level, auf denen ich die jeweils justieren kann, abhängig von dem Kontext, in dem ich gerade unterwegs bin. Und wer sich da mal ein bisschen tiefer reinarbeiten will, dem würde ich empfehlen, ich selber kann es nicht wegen Brille, Pilotenschein zu machen oder so. Da lernt man ganz, ganz viel darüber, was einerseits so das Thema Kontrolle ist und was andererseits das Thema Vertrauen ist. Denn wenn zwei Piloten vor einem Cockpit sitzen, dann haben die eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Interaktionsgrad im sich gegenseitig kontrollieren. Nachgewiesenermaßen funktioniert das aber nur dann gut, wenn die eine Vertrauensbasis haben. Bei denen sind also die beiden Regler komplett auf Maximum gestellt. Was der These, dass es Gegensätze wären, komplett widerspricht. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und was ich so festgestellt habe, ist, immer dann, wenn diese Forderung nach Vertrauen kommt, dann bedeutet das, dass der Mensch, der das gerade fordert, eigentlich eher so eine persönliche Inkompetenz sichtbar macht, nämlich die irgendwas Komplexes, irgendeinen komplexen Zusammenhang so zu transportieren, dass mein Gegenüber das auch versteht. Und wann fangen Leute an, Vertrauen zu entwickeln? Wie gesagt, von Kontrolle ist es tatsächlich relativ unabhängig. Es gibt Kontexte, in denen vertraue ich, ohne dass ich irgendeine Kontrollmöglichkeit habe. Wenn ich in dem Flugzeug sitze, ich kann die zwei Typen davon nicht kontrollieren. Vor Jahren gab es in der CT mal so einen Bluetooth-Gag, wo einer mit seinem Handy so ein Bluetooth-Device Airbus A380 gefunden hat. Das war ganz, ganz witzig, aber praktisch funktioniert das nicht, habe ich keine Möglichkeit auf die. Vertrauen entsteht dann, wenn ich A, das Gefühl habe, ich verstehe, was da passiert. Also jemand ist in der Lage, mir diesen komplexen Zusammenhang irgendwie begreiflich zu machen. Und auf der anderen Seite, ich habe einen Einfluss darauf, auf das, was passiert. Ich bin nicht völlig hilflos. Dann fangen Menschen an, Vertrauen zu entwickeln. Und wenn wir das hingekriegt haben, wenn wir also das Vertrauen nicht einfordern, sondern unsere Fähigkeit trainieren, so komplexe Zusammenhänge zu transportieren, dann kommen wir auf den Level 7. Das ist auch wieder so ein schöner Punkt, auch wieder ein Zitat aus diesem Jahr. Ich kenne mein Team, ich brauche keine Scatterplots. Weiß jemand, kennt ihr Scatterplots so aus dem Kanban, Lead-Time-Verteilungen? Zeige ich euch gleich einen. Eine ganz interessante Geschichte, mal einen anderen Blickwinkel auf ein agiles Team oder auf ein Projekt einzunehmen. Dieser Level 7 ist tatsächlich der härteste. Ich hatte das war im Mai, hatte ich einen Workshop mit etlichen Leuten, die selbst als Agile Coaches unterwegs sind, als Führungskräfte in Organisationen, die eine agile Transition hinter sich hatten, und sollte mit denen einen Workshop machen zum Thema, wie kann man Scaling Agile vermitteln.
haben wir so ein Spiel gemacht, Römerlager bauen. Das ist im Prinzip eine Safe-Simulation mit Papier, also alles, was so dazugehört. Also Less könnte man damit auch simulieren. Also Framework ist egal, es geht um Scaled Agile. Und dieser Workshop war die Hölle. Irgendwie, das hat nicht gezündet. Das hat aus irgendeinem Grund, war das unheimlich schwer. Und ich habe schon gedacht, oh Gottes Willen, jetzt ist der Tag verloren. Und dann kam am Ende in der Auswertung aber doch noch das, worauf ich hinaus wollte. Nachdem man erstmal meine Kollegin und mich, die wir diesen Workshop da durchgeführt haben, erstmal verrissen hatte, wie schlecht wir das moderiert hatten und so, kam irgendjemand mit diesem genialen Spruch, es ist halt verdammt schwer, erfahrenen Coaches wie uns noch etwas beizubringen. Oh, da habe ich dann gemeint, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ja, das ist genau das Problem. Weil das Faszinierende war, alle diese erfahrenen Agile-Coaches, Führungskräfte und so, die haben sich angestellt wie der erste Mensch. Die haben alle Fehler, die ein agiles Team macht, wenn es zum ersten Mal in einem Scaled Agile-Coaching, haben die auch gemacht. Da waren natürlich wir als Moderatoren dran schuld. Ne? Aber dieser Satz am Ende hat es super auf den Punkt gebracht. Und die Quintessenz, das, was man da lernen kann, ist eigentlich, es ist so verdammt schwer, sich selbst zu beobachten, was man da eigentlich den ganzen Tag treibt. Das ist sehr, sehr schwer. Die Psychologen nennen das dann Overconfidence Bias. Mir kann das nicht passieren. Also, ich meine, euch kann das passieren, dass ihr daran, mir nicht. Ne? Aber das Spannende ist dann halt, und da genau in diese Richtung ging dieses mit diesem Scatterplot. Wir hatten eine Scrum Master Community und haben uns gesagt, wir wollen mal gucken, was sagen uns denn Zahlen zu unserem agilen Setup? Das kann man jetzt kritisch sehen, das kann man gut finden, je nachdem, bei welchem Trainer man seinen Scrum Master gemacht hat, hat man da eine andere Meinung dazu. Aber man kann es halt erstmal machen und angucken und dann entscheiden, ob man es wegwirft oder nicht. Und das war ganz interessant, weil wir wollten Durchlaufzeiten messen und da kam die Aussage, ne, von der jungen Dame, die gesagt hat, sie kennt ihr Team, unsere Sprints sind 3 Wochen lang, also ist die Durchlaufzeit für eine User Story maximal 21 Tage. Das ist vollkommen logisch, aber total falsch, weil rausgekommen ist dann das. Das ist die Durchlaufzeit von User Stories, die wir da so hatten. Und ja, 21 Tage ist da jetzt eher selten. So, der Median ist so mehr als das Doppelte. Das Maximum war irgendwie so mal fast ein Jahr. Ne? Und so kann man dann halt sagen, okay, meine Intuition ist das eine. Und das, was mir dann eine Analyse sagt, ist was völlig anderes. Und dann kommen wir zu dem Punkt, das ist noch eine Nummer härter als das, sich selbst zu beobachten, was schon schwer ist. Wir haben eine Intuition und der angemessen zu misstrauen, das ist nochmal eine Nummer schwieriger. Aber ungeheuer gesund, wenn ich das schaffe und wenn ich das tue. Und wenn ich das hinkriege, der eigenen Intuition zu misstrauen und zu sagen, ich verlasse mich halt nicht auf dieses 3 Wochen, 21 Tage und es wird schon passen, und behaupte sowas einfach mal und verlasse dann entrüstet die Scrum Master Community, weil irgend so ein Typ mit so einem Scatterplot kommt und mir mein Team da kaputt machen will, dann komme ich so über diesen Böppel da drüber, roll dieses Bergchen runter und sehe die wunderbare Welt, wie sie sich vor mir öffnet und was ich noch so alles lernen kann. Und damit wäre ich dann durch und würde euch mit diesem wunderbaren Zitat, das finde ich auch super zum agilen Coaching passt, in den Abend entlassen und ja, ab zur Closing Session.